Ja, wir wurden um 17 Uhr, kurz nach 17 Uhr alarmiert zu einem Dachstuhlbrand hier im Altstadtbereich. Der Zugang hat sich ein bisschen schwierig dargestellt. Stahltor, kein Anwohner zu Hause, alle verreist. Als wir dann am Gebäude waren, war die Dachhaut schon teilweise durchgebrannt und ja, die Löschmaßnahmen sind sehr schwierig, da wir da mit keiner Drehleiter direkt arbeiten können, sondern alles mit tragbaren Leitern und sehr enge Innenhöfe. Im Einsatz ist im Moment der Löschzug der Feuerwehren der Stadt Hochheim, die Höhenrettungsgruppe des Main-Taunus-Kreises, die Brandschutzaufsicht, die Feuerwehren der Stadt Flörsheim und wir hatten noch da die Feuerwehr Hattersheim im Focknell-System. Und im Moment steht der Löschzug Bad Soden als Bereitschaft noch im Gerede. Wir mit Absprache mit der Polizei schätzen wir zwischen 300.000 und 400.000 Euro. Es ist keiner verletzt worden, waren auch keine Anwohner da. Die Nachbarhäuser wurden zeitnah evakuiert und die Bewohner sind alle soweit wohlauf. Also die ganze Hochheimer Innenstadt ist gesperrt. Es ist hier so ein bisschen Nadelöhr, alles sehr eng, auch von den Zufahrten für die Fahrzeuge. Busverkehr ist natürlich jetzt eingeschränkt. Ja, ganze Innenstadt kommt im Moment gerade zum Erliegen.